Freunde, hier ist wieder euer Thema und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir hier die Himmelsarche betreten. Sind wir hier hinaufgeklettert und machen hier jetzt weiter. Bin gespannt, was wir hier jetzt machen müssen. Was für ein Rätsel wir hier lösen müssen. Okay, das Tor kann sich nicht öffnen, weil die anderen noch nicht funktionieren, die anderen Zahnräder. Aussichtslos, die will nicht aufgehen, aber ich wette, dass die Ursache für den Sturm dahinter verborgen ist. Ob es nicht irgendeinen Weg gibt, das Ding zu öffnen. Da, hörst du? Schon wieder dieses Geräusch? Geliebter Nachfahre. Die vor dir liegende Luke ist mit 5 weiteren Schlössern fest versiegelt. Nutze deine Mächte, um alle 5 zu öffnen, und der Eintritt sei dir gewährt. Okay, 5 Schlösser. Ich weise dir den Weg. Diesmal habe ich es aber ganz genau gehört. Die Stimme ruft mich ganz klar. Was immer auch das Dorf mit Stürmen Pi sagt, liegt unter dieser Luke. Und wenn die Stimme recht hat, öffnet die Luke sich, wenn wir die 5 übrigen Schlösser aufbekommen. Ich vertraue der Stimme. Wir sind schon so nah am Ziel. Komm, Link. Wäre doch gelacht, wenn wir die Schlösser nicht aufkriegen. Okay. Da hinten ist auf jeden Fall schon mal etwas. Schauen wir mal hier dran vorbei. Okay, das können wir nicht beeinflussen. Das ist die Karte. Gehen wir mal nach oben. Okay, hier ist Wow. Ist das eine Art Kanone oder was ist das? Was ist das? Ist das eine Kanone? Kann es sein? Für uns wegschießen zu lassen. Okay. Aber hier ist auch noch ein Schloss, das wir öffnen müssen. Aber die Frage ist, wie kommen wir hier rein? Bogen werfen wir den weg und nehmen den Konstruktbogen mit. Wie kommen wir hier hinein? Von unten. Wir müssen also irgendwie tiefer runter. Ja! Wir müssen tiefer runter, aber wie? Wir müssen irgendwie von unten rein. Ist hier irgendwo ein Loch, durch das ich... Da drüben ist was.
Das sind nichts, nicht für nichts Plattformen. Auch wieder so eine Kanone. Ja, Ferien, das muss ich die Kanonen dazu bringen, auf die Tore zu schießen? Kann das sein? Oder muss ich die Kanonen zerstören? Die schießen auf jeden Fall etwas, aber... Das Ding hat Bordgeschütze. Oh Gott, ich bin verwirrt. U2. Was ist das, das schon offen ist? Schauen wir mal bei den anderen vorbei. Glaube ich, jedes Tor so ein Schalter? Kann es sein? Ja, moin, warum bin ich immer One-Hit? Das ist so belastend. Immer One-Hit zu sein, das ist richtig belastend. Das ist anders belastend. Wenn du irgendjemanden angreifen willst, der gibt dir einfach so mit der bloßen Hand einen Klatsch in die Fresse und du gehst direkt drauf. Nee, oh! Oh Gott, nee, jetzt bin ich wieder da, jetzt muss ich wieder alles hochklettern. Ich muss wieder alles hochklettern, ja moin. Zum Glück kann ich hier stehen. Okay, spring nie mehr wieder an der Seite hinunter. Ah, fuck. Das kann jetzt ein bisschen länger dauern. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ich hochgeklettert bin. Mann! So, wir sind wieder oben. Ich hab's geschafft. Machen wir den Schalter hier um. Ja, wow, das Tor ist offen. Flammenlanze, ja mein. Haben wir etwas, das wir gerade nicht benutzen können oder nicht brauchen? Die blöde Fackel. Ich mach die Fackel weg. Was ist denn hier drin? Was bringt mir Opal? Ich muss dieses blöde Zeug in Betrieb nehmen. Hä? Für was bin ich denn jetzt hier? Genau.
genau, sollte man den nicht umlegen, umschalten kann. Warte kurz, ich nehme da einen Eiszapfen. Und kleb den da dran. So. Dann ist das hier jetzt auch offen. Link. Aha. Ist das für eins der Schlösser? Sieht fast aus wie eine Wind... wie ein Windrädchen. Lass mich nur machen! No! Nice, ein Schloss erstmal aktiviert. Perfekt, perfekt, ein Schloss aktiviert. Hey Link, damit kriegen wir eins der Schlösser auf! Lass uns schnell auch die anderen vier finden! Hey, die anderen sind weiter oben, ne? Genau. Ja. Klettern wir hier mal an der Seite hoch. Eine komische Stocklanze. Hartholzast. Aus festem Holz von einem gleichmäßigen Ast und daher sehr widerstandsfähig. Auch gut zum Stechen. Ähnlich wie mit einer Lanze geeignet. Okay, wir müssen hier ein paar Eingänge finden. Wow! Das Ding hat wahrscheinlich sprengen. Reicht es nicht schon? Ja, reicht schon, perfekt. Aber eigentlich wollte ich keine Kiste. Sondern... Sonaniumschild, okay. Was werfen wir weg? Den hier. Auf dem Boden. Okay, ein Schild ist schon nice. Wie treiben wir nochmal Wasser an? Wie kommen wir hier raus, ist die Frage. Ah, ganz einfach. Ganz einfach. Durch den Boden. Ich weiß zwar nicht, wo wir hier endgültig rauskommen, aber... Ah, hier wieder. Okay, sehr nice. Gehen wir mal noch weiter hoch. Hier ist es am meisten gefroren. Wo ist der Eingang hier? Da hinten ist was markiert. Das ist der Antrieb, das ist das Schloss. Aber wie kommen wir hier hinein? Das Ding hat ja keinen Schalter. Auch nichts. Wir müssen irgendwie ins Innere des Bootes. Aber wie ist die Frage? Wo ist der Eingang für ins Innere? Die Kraft aus dem Inneren. Weil ich glaube, die meisten Schlösser sind im inneren Teil.
Es hat so eine Bodenklappe offen, aber wie kommen wir ins Innere? Vielleicht oben. Bin ich mir aber auch nicht ganz sicher darüber. Hallo? Ah, Link hat keine Energie mehr. Ja, moin. Richtig reingeschisselt. Keine Ausdauer mehr gehabt, ja, moin. Ja, richtig dumm gelaufen. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Ja, moin, einfach eingesperrt. Komm schon. Ah, schade, nicht auf dem Dach oben drauf. Kann ich hier irgendwie? Nee, geht nicht. Schade. Ich hatte gehofft, ich könnte hier irgendwie durch das Ding durch in, zum Dach hoch, aber ne. Ein guter Wind! Kann ich die hier mit der Hand aufmachen? Yes, kann ich. Wir haben einen Eingang, Leute. Zack, wir haben's. Sehr gut. Drittes Schloss. Noch drei Stück! Das schaffen wir, Link! Okay, aber das ist kein Eingang. Wir ins Innere. Alpha Krieger Breitschwert. Lassen wir liegen. Hm. Hier kann ich nichts greifen, um das aufzumachen. Zeitumkehr? Auch nicht. Wir versuchen wieder hier durch den Boden. Aber ich glaube, wir kommen hier auch nicht rein durch den Boden. Nee, wir landen hier vor dem Eingang. Aber das ist nicht der Eingang, den wir suchen. Die letzten drei sind unter dem Boden, aber wie kommen wir rein? Wie kommen wir ins Boot hinein? Konstruktbogen. Sehr nice. Jetzt halt die Luftabwehr. Aber hier ist auch nichts. Wie soll man hier hineinkommen? Oh nee, mein Kälteschutz ist jetzt gleich aus. Ja, moin! Hm. Kurz wieder den Kälteschutz kochen. Also nur Chilis. Scharfe Baratschili. Bratchilis. 12 Minuten. Direkt reindrücken.
Bringt es vielleicht etwas, diesen... Kann ich hier etwas anfassen? Warum sind hier so viele Pfeile drin? Sind das so... Nee. Sind's nicht... Das ist eine Kiste darunter. Beta-Kriegerlanze, die haben wir schon. Lass das Ding stehen. Wie kommen wir ins Boot hinein? Also gibt es hier irgendwo einen Schalter? Ne, den gibt es auch nicht. Seite vom Boot gibt es halt auch keine Eingänge, soviel ich weiß. Doch, hier ist was gefroren. Aaron hätte ich gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge von Tears of the Kingdom wieder. Wir suchen in der nächsten Folge die drei letzten Schalter. Dann hätte ich gesagt, schaut gerne in meinen anderen Projekten vorbei. Schaut unbedingt bei Ruin vorbei. Und schaut auch gerne bei meinen anderen Projekten vorbei, bei The Last of Us, Roblox Stores und bei... Ah ne, Roblox Stores ist jetzt zu Ende gegangen. Da fängt nächste Woche ein neues Horrorprojekt an. Und schaut gerne bei Hogwarts Legacy vorbei. Wie gesagt, bis zum nächsten Mal.